Ich glaube, wir sind jetzt live. Nein, ich glaube es nicht. Wir sind sogar live. Ja, super. Ja. Dann ein herzliches Willkommen. Heute der vierte Teil unserer kleinen Serie, unserer kleinen Reihe. Es geht immer noch um ein kleines Apartment in Essen. Und da geht es insbesondere dabei um Kurzzeitvermietung oder Airbnb. Wir werden nämlich das Apartment für die Kurzzeitvermietung vorbereiten und das besprechen wir in den einzelnen Videos. Heute ist Teil 4 dran. In Teil 4 wollen wir besprechen, unsere Liste sagt Fußboden final abstimmen, Tapete soll geklärt werden und beschafft werden, Detailplanung in der Küche und Bestellung, Rollo, Funktion Optik klären. Wenn ihr etwas davon nicht sagt, in den Folgen davor besprechen wir das im Detail. Zwei Möglichkeiten hast du jetzt. Entweder schreibst du in die Kommentare, wenn du einen Punkt davon nicht ganz verstehst und nicht zuordnen kannst, oder guck eins von den Videos davor an. Idealerweise fängst du bei Video 1 an, dann hast du mich alles chronologisch nach und nach aufgebaut. Ansonsten, wie gesagt, wenn was nicht klar ist, in die Kommentare damit. Genau. Ziel ist es, wir wollen heute die Einkaufsliste final fertig kriegen. Das heißt also, wir möchten heute nach der Sitzung alles fertig haben, dass wir bestellen können. Wir sind sportlich unterwegs. Wenn alles gut läuft, möchten wir gerne in 4 Wochen alles zusammen haben. Das heißt, momentan der Shutdown geht ja bis zum 10. Januar, also aktuell. Stand heute, Stand 21. Dezember ist das der Status. Ziel wäre es dann direkt ab dem 11. Januar starten zu können. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht ganz hin. Wir haben auch noch einige neue Hürden dazu gekriegt, aber das erzähle ich gleich noch im Detail dazu. 4 Wochen ist momentan das aktuelle Ziel, was wir gerne hätten, dass wir bis dahin alles an Möbel beschafft haben und an Renovierungsmaßnahmen durchgeführt sind. Ja. Genau, das ist so einmal der Status, den wir heute besprechen möchten. Nochmal der Hinweis, wenn du Fragen hast, ab in die Kommentare damit. Wir machen beim letzten Blog, besprechen wir alle offenen Fragen und alles, was gestellt wurde. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen hast, stell die bitte in die Kommentare, und bleib bis zum Ende dran, weil wir dann alle Fragen beantworten werden. Mein bezaubernder Gast, mein Buddy hier an meiner Seite, der Airbnb-Experte, Kelvin, ist auch dabei, wie immer. Kelvin, herzlich willkommen. Hallöchen, ich bin gerade noch ganz kurz dabei, das zu teilen auf Facebook auch mit dem Link. So, jetzt bin ich da. Hallöchen, ja, super. Es ist der vierte Teil. Es fühlt sich schon ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Es wird zur Gewohnheit, Montagabend zur besten Sendezeit Livestream zu machen auf Facebook, beziehungsweise YouTube. Wir haben ja alle Formate jetzt schon fast durch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Instagram Live. Genau, Insta fehlt noch. Maybe next week. Maybe, maybe, je nachdem, was uns Corona so mitgibt. Ob wir nächste Woche viele Updates haben. Genau, nee, aber ansonsten. Vielen Dank für die Einladung auf ein neues, der vierte Teil. Ich bin gespannt, was wir heute besprechen, beziehungsweise ob heute auch ZuschauerInnen Fragen kommen. Gerne, ne, herzlich eingeladen, stellt all eure Fragen. Wir beantworten die immer so in einem letzten Slot, je nachdem, wenn was kommt, ob was kommt. Und ja, ich bin gespannt, was ihr da draußen so ein bisschen von meinen Einrichtungsideen haltet. Ihr habt ja die ein oder anderen im letzten Teil schon gesehen, was ich andenke. Jetzt haben wir uns darauf ja, so gut wie geeinigt. Und genau, jetzt geht es um die Abstimmung, Feinabstimmung für Boden, wie schon eingangs erwähnt. Und damit das Grundgerüst steht und dann auch die ganzen Möbel folgen können. Genau, weil praktischerweise fängt man ja an, sich um die Wände und um den Boden zu kümmern, bevor irgendwas anderes reinkommt. Deswegen machen wir das genau in der richtigen Reihenfolge. Und was da für Hürden und für Komplikationen auf uns stoßen, werden wir euch heute noch zur Genüge teilen. Genau. Genau, fangen wir also an. Also wir haben in unserem Trello-Board stehen, Punkt 1 ist, Ziel ist es heute, den Fußboden final zu klären. Jetzt habe ich folgendes Ereignis gehabt, oder was ich, das hat ja ganz Deutschland. Also wir haben hier, wir sitzen in Nordrhein-Westfalen, wir sitzen in Essen. Wir haben jetzt seit letzter Woche Mittwoch einen Shutdown wegen Corona. Das heißt also, der Einzelhandel, bis auf Ausnahmen wie Lebensmittel, wie Apotheken und so weiter, wurde komplett geschlossen.
Das heißt aber auch die Fachmarktzentren, Baumärkte, Laminatgeschäfte, also im Prinzip viele Geschäfte von denen, wo wir unser Baumaterial kaufen, sind aktuell geschlossen. Und das heißt, also wir werden, glaube ich, momentan die größte Herausforderung damit haben, in 4 Wochen alles überhaupt zusammenzustellen. Wir hatten zum Beispiel vor, das WC auszutauschen. Wir haben nur 2 Stand-WCs kaufen können. Alle anderen waren schon ausverkauft. Wir warten gerade auf Nachschub. Aber aktuell haben wir mangels Ware nicht die Möglichkeit, zum Beispiel ein WC auszutauschen. Boden würde ich daher, also eigentlich wären wir hingegangen und wir hätten den Boden ausgesucht nach Geschmack und nach Stil. Ich vermute, dass wir jetzt auch sehr noch da rein tun müssen, was ist überhaupt verfügbar und vor allem wann. Das war nicht die Komponente, die haben wir bisher noch gar nicht irgendwie groß, wir leben im Wohlstand, also eigentlich ist das ja kein Thema, dass man Material dran kriegt. Aktuell ist es so, wir können über Großhandel einkaufen, dort ist es aber in der Regel so, dass wir nicht in die Geschäfte rein dürfen, das heißt, wir müssen meistens auf irgendwelchen Bestellformularen per Fax irgendwas bestellen, dann müssen wir das irgendwie zusammenstellen lassen und dann sagen die uns, das kannst du, keine Ahnung, dann um diese Uhrzeit abholen und die packen das auf Palette und packen es in den Hänger rein oder direkt ins Auto oder sowas, ne? Also ist alles sehr, sehr umständlich momentan. Daher ist unser Zeitplan momentan ein bisschen durcheinander, sagen wir es mal so. Also wir haben auf jeden Fall diese Hürden nicht gesehen, die jetzt gerade gekommen sind. Und dazu kommt auch noch, wenn ich nicht täusche, ist auch bis zum 10.01. auch das Werbungsverbot komplett ausgesprochen. Das heißt, aktuell, glaube ich, darf man nicht mal, glaube ich, Übernachtung in zum Beispiel via Airbnb anbieten. Oder wie ist das denn gerade? Doch. Das darf man schon. Es dürfen nur keine touristischen Reisegründe sein, sozusagen. Also das ist schon wie seit November Lockdown Light galt dieselbe Regel. Das bedeutet, aktuell hat man komplett nur Geschäftsreisende. Da das aber ja auch hauptsächlich unsere Zielgruppe ist in Essen, spielt uns das eigentlich in die Karten, wenn wir da mit einer super Unterkunft glänzen können. Genau. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, natürlich sind alle daran angehalten, auch Geschäftsreisende, nicht so viel unterwegs zu sein. Jetzt haben wir Weihnachten. Da wird wenig los sein zwischen den Jahren, würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Letztes Jahr war es natürlich total voll und booming, weil die ganzen Touris unterwegs waren. Da war natürlich dann sehr, sehr viel los, auch zwischen den Jahren. Jetzt mit Geschäftsreisenden nehme ich mal an, dass außer wenige Selbstständige nutzen diese Möglichkeit zu sagen, ja, ich kann von überall aus arbeiten, ich will jetzt mal da und dahin, weil meine Familie dort in der Nähe wohnt, dass da ansonsten nicht viel unterwegs sein wird. Von daher vielleicht taktisch gar nicht unklug, so ein bisschen in den Januar reinzuwarten. Letztlich müssten wir das sowieso, wir hätten es wahrscheinlich nicht geschafft, alles fertig zu kriegen bis vor Jahreswechsel. Von daher, wenn wir das bis Ende Januar hinkriegen, dass die Wohnung fix und fertig ist und wir dann ab Februar sozusagen spätestens anfangen können, dann ist das schon ein sehr realistischer und cooler Zeitraum, gerade in diesen holprigen Zeiten. Man kriegt es natürlich hin, das Ganze viel, viel schneller aufzusetzen. Da müssen aber auch einfach die Grundvoraussetzungen stimmen, ne? Wenn man da jetzt nochmal einen neuen Boden verlegen muss, wenn die Baumärkte zu haben, diese ganzen Hürden dazukommen, ist mit so einer zeitlichen Verzögerung oder dann kriegt man es einfach nicht innerhalb von 2 Wochen über die Bühne. Ist dann halt einfach so. Absolut. Und ich denke auch, dass es momentan die beste Zeit dafür ist, weil es ist ja zwischen Weihnachten und Neujahr, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht das Highlight in der Vermietung, in der Kurzzeitvermietung. Von daher ist es, glaube ich, auch die beste Zeit für so ein Fresh-Up oder allgemein für Leerstand. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass das genau daher ganz gut passt. Okay, dann pass auf, lass uns auf Punkte eingehen. Also wir haben jetzt ja Fußbodenfinal. Kelvin, was soll man da nehmen? Hast du schon irgendwas, was dir im Auge schwebt? Wie gesagt, berücksichtige dabei, wir müssen auch gucken, wo wir das alles herkriegen müssen. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht jetzt in der Folge klären können, weil das wahrscheinlich mit Recherche verbunden ist. Was hast du für Ideen? Also zu Altrosa und goldenen Accessoires passt immer sehr, 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 sehr gut ein heller Boden. Das bedeutet, ich würde auf einen hellen Holzboden zurückgreifen, versuchen, dass es ungefähr in der Optik mit Bambus matcht, weil Bambus im Bad sich immer sehr, sehr gut macht.
Ne, das auch kombiniert mit dunklem, mit vielleicht dunklen Dingen nochmal kommt ganz gut rüber. Da könnte man dann auch wieder grüne Elemente nehmen oder Altrosa, je nachdem, was man da so findet, gerade so an Seifenspendern und so. Da findet man aber eigentlich mittlerweile in jeder Farbe alles, was man haben möchte. von daher, nee, genau, ich würde nur schauen, dass die, dass wir es versuchen hinzukriegen, dass der Boden mit der Arbeitsplatte von der Küche matcht und dass der auch eventuell mit dem Badezimmer matcht, ungefähr zumindest. Ich fand jetzt so von der Optik Fichte oder Kiefer ganz gut, von der Helligkeit des Holzes, zumindest von der Farbgebung. Bin aber nicht der Experte und weiß vor allem auch nicht, wie man das mit dem Vinylboden hinkriegt. Ich weiß, dass es da ganz viel in der Optik, dass da viel zu machen ist, weiß aber jetzt nicht genau, wie da die Bestände sind, sage ich mal so, ne? Also wie sich das äußert. Man könnte sogar überlegen, in so ein Weißgrau zu gehen. Da besteht dann aber die Gefahr, dass es schnell zu kühl wirkt. Von daher würde ich doch schon in einem braunen Ton bleiben, von der Einschätzung her. Okay, ja. Ja, klingt gut, klingt super, ja. Klar, werden wir schauen. Am besten ist, wenn wir halt so eine Range haben von bis, dass wir halt also, falls wir ein Objekt oder falls wir irgendwas haben, was nicht lieferbar ist, dass man halt ein bisschen switchen kann. Das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das kriegt man ganz gut hin. Wenn wir in dem Bereich ja sind, ist das ja durchaus möglich, ne? Genau, ich gucke jetzt gerade mal die konkreten Unterschiede von Fichte und ich glaube, Fichte macht Sinn. Nur so vom Gefühl, weil ich glaube, ist ja massiv Holz auch, ne? Beständig. Ist das ein festes Holz, ne? Ich kenne mich damit nicht ganz so gut aus, aber ja, was für Arbeitsplatten auf der Küchenzeile einfach auch ganz gut geeignet ist, das sollte ja dann auch passen, wenn man schon dieselbe Farbe nimmt, dass man dann sich ein Holz aussucht, was ein bisschen was aushält. Genau. Und dass man das dann vielleicht, ja, irgendwie. Ich glaube, wir haben hier auch Fichte als Küchenplatte. Wenn man es ab und an ein bisschen einölt, kriegt es auch eine ganz warme Farbe und bleibt aber trotzdem hell und macht den Raum dann nicht zu dunkel. Ich habe immer das Gefühl, bei dunklem Holz in einer kleinen Bude wirkt es schnell sehr eng. Und das wollen wir ja verhindern. Wir wollen ja aus den 26 Quadrat, die wir haben, gefühlte 52 machen. Wenn nicht noch mehr. The sky's the limit. Okay, aber da bist du dran. Das heißt, dann sagst du mir einfach da zwei, drei Vorschläge dazu und dann können wir mal gucken. Wenn wir den Boden haben, können wir gerne mal nächste Woche präsentieren, was wir da uns wie vorgestellt haben. Mhm. Falls wir bis dahin irgendwas mit Lieferzeit oder ähnliches dabei haben. Weil Boden wäre ja auf jeden Fall mit das Erste. Wir müssen den alten Boden rausreißen, neuen Boden reinstellen. Alles andere macht vorher keinen Sinn. Das Einzige, was heute Sinn machen würde, ist Tapete. Wir machen gerne die Tapete und die Malerarbeiten mit dem alten Boden noch drin, weil da muss man mit dem Abkleben nicht so genau sein oder gar nicht. Ne? Und das ist auch schon eine elegante Überleitung zu Punkt 2, Kelvin, zur Tapete. Also wie gesagt, meine Aufgabe war, die Wand auszumessen, wo das hin sollte. Ich habe 3,6 Meter. Für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, wir haben letzte Woche eine richtig krasse Tapete, aber nur ein Stück aus, nur, also nicht eine ganze Wand. Das ist eine, was war das, 3 Meter mal 2,50 Meter, glaube ich, Stück? Wir haben einmal 2,88 mal 2,88 oder 3,36 mal 2. Ah, nee, warte. Ich schaue gerade, weil die Deckenhöhe. Wie hoch ist die Decke? Normal 2,50 Meter. Mhm. Ja, also das, was matchen würde, was halt zu lang wäre ein bisschen, wäre 3,84 mal 2,55. Dann müsste man halt ein bisschen was zuschneiden. Ja, muss ja immer. Genau. Die Höhe wird zu hoch sein, aber wenn die Breite genau passt. Na, 3,84 ist halt fast 80 Zentimeter zu viel, aber vielleicht kann man da irgendwo an irgendeiner Stelle das auch nochmal anbringen, diesen kleinen Schnipsel für so ein Wiedererkennungsding oder so, keine Ahnung, das müsste man dann mal
schauen. Ansonsten hätten wir 3,36 mal 2,25. Da weiß ich nicht, ob das doof aussieht, wenn oben und unten frei ist. Da ja. kenne ich. Das gucken wir nochmal. Also ich würde zu der kleineren tendieren. Also die, weil ich habe 3,6 Meter, deswegen wäre ich bei der Breite, bei 3 wäre ich schon voll dabei. Oder notfalls halt oben ein bisschen und unten, je nachdem, was halt wie wichtig ist, würde ich einfach da einen Cut machen und dann ist gut. Ja. Dann passt das, ja. Genau, aber das Gute ist ja, würde die reinpassen, das ist das Schöne dabei, ne? Genau. Genau, dann müssen wir auf jeden Fall noch das Thema Küche. Hattest du schon mal kurz angeteasert? Gut wäre es, wenn wir ja schon mal bei der ersten Einrichtung sind, dass wir halt ein bisschen Boden und Arbeitsplatte so ein bisschen zueinander matchen. Ne? Das wäre vielleicht mal eine gute Sache. Habe ich jetzt richtig verstanden? Du würdest gerne die Arbeitsplatte und Boden identisch nehmen? Mhm, von der Farbgebung, ja. Fände okay. ich ganz cool. Okay. Genau. Okay. Also, dass man zumindest, dass man guckt, dass es harmoniert. Also, wenn es jetzt nicht das identische Holz ist, weil es beim Vinylboden die Fichte schöner aussieht als die Kiefer, aber wenn es beides helle Holzsorten sind, ne, und da jetzt nicht plötzlich die Arbeitsplatte, keine Ahnung, beispielsweise Walnuss ist oder so von der Optik und unten hat man dann eine Fichte, das wäre wahrscheinlich zumindest fürs Auge ein bisschen irritierend. Mhm. Genau. Okay. Ja. Gut. Ja, Tapete, sollen wir Tapete nochmal zeigen? Für die Leute, die jetzt neu dazugeschaltet sind? Oder? Wenn du die gerade parat hast, dann lass mal einen Blick drauf werfen. Dann schmeißen wir das Foto von der Tapete. Einmal kurz. Schau mal hier. Zack. Da ist sie wieder. Die gute alte Tapete. Genau. Genau. Also ihr seht, auf den ersten Blick wild. Christian hat gesagt, die ersten 2 Minuten hat sie ihm nicht gefallen. Und er war froh, dass er gesessen hat. Ich glaube, mittlerweile hat er sich auch ganz gut damit angefreundet. Ich finde es cool, weil man hat ganz viele Möglichkeiten. Man kann das Blau aufgreifen. Das Blau ist aber auch nicht zu präsent. Beziehungsweise ist da auch der Grünstich drin, dass man auf Grün umschwenken kann. Man kann das Altrosa aufgreifen. Man kann das Gold aufgreifen. Und genau, hat so schon ganz coole Farben, die auf der einen Seite so ein bisschen Action reinbringen an der Wand. Und dann für Ruhe sorgen, wenn keine anderen Farben als die, die man eh schon sieht, im Raum vertreten sind. Außer halt sowas wie hier Anthrazit oder Grau. Ne? Also das ist ja dann auch wieder eine relativ neutrale Sache oder Weiß. Aber genau, das ist ein ganz geiler Ausgangspunkt. Das ist ein Hingucker. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, was es in Essen so gibt. Ich mache mal wieder aus. Was es in Essen so gibt an Wohnungen und da ist nicht so viel, was so ein Eyecatcher hat und das ist natürlich auch immer fürs Titelbild geil, ne? Also wenn ihr euch vorstellt, ihr scrollt durch so Portale wie Airbnb und plötzlich kommt da so eine Bam-Tapete und dann ist man kurz irritiert, guckt kurz genauer hin, guckt sich dann vielleicht die Bilder an und dadurch hat man schon einen sogenannten Pattern Interrupt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, die neueste Podcast-Folge behandelt genau dieses Thema. Da habe ich mit einem Copywriter gesprochen, wie man es schafft, dass die Leute das Scrollen unterbrechen. Und vielleicht auch für diejenigen ganz interessant, die auch Eigentümer sind und auf ImmoScout oder so Sachen vermieten und so ein bisschen rausstechen wollen. Ein ganz berühmtes Beispiel von Pattern Interrupts aus der Immobilienbranche ist, dass ein Makler ein Haus verkauft hat und dieses Titelbild von dem Haus auf den Kopf gestellt hat und das Dach sozusagen dann auf dem Boden war und das hat für so viel Interaktion gesorgt, dass er das Haus für mehrere 1.000 Euro mehr verkaufen konnte, beziehungsweise einen ganz anderen Preis hingeworfen hat und die Leute trotzdem wie verrückt draufgeklickt haben und dann am Ende hat sich das Ganze sehr, 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 sehr gut verkauft. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel aus der Immobilienbranche. Also setzt euch mal damit auseinander. Das ist ein sehr, sehr cooler Marketing-Hack. Macht Spaß. Ich probiere ihn gerade selber aus und er funktioniert auf jeden Fall. Genau. Also absolut, wenn du einen Eyecatcher hast, es ist bei ImmoScout kriegst du auch total gut mehrere Werte von deiner Anzeige rausgeschmissen. Das eine ist ja, wenn man was sucht, wie oft bist du in der Trefferliste drin? Und dann hast du noch die zweite Zahl, die sagt, wie oft wurde geklickt.
Und das ist genau nämlich das, was du damit bezwecken kannst. Zum einen, die Leute sind sehr, sehr lesefaul geworden. Also Beschreibungstext ist wirklich vielleicht das erste, die ersten 2, 3 Worte werden vielleicht noch gelesen und von der Beschreibung vielleicht noch die ersten 1 bis 2 Sätze, aber auch nur quer gelesen. Ne? Da wird nicht wirklich viel Detail mit Lesen verbracht, aber Bilder werden sehr gerne geschaut. Und deswegen auch das beste Bild muss immer dein Startseitenbild sein oder halt dein erstes Galeriebild sein, weil das am meisten geklickt wird. Also dann guckst halt an, was ist das Objekt, was ist deine Zielgruppe, was findet die super. Und das sollte in der Regel dann auch das widerspiegeln, weil das in der Regel der Punkt ist, wo die Leute am meisten draufklicken. Ne? Das auf jeden Fall. Und was natürlich eine sehr gute Empfehlung ist, sehr gute Fotos zu machen. Ne? Also wirklich nicht nur gute, sondern wirklich sehr gute. Immobilienfotografie ist ein Thema für sich, ist ein komplexes Thema. Wenn man das ein bisschen professioneller macht, dann kommst du an der Spiegelreflex, beziehungsweise mittlerweile Vollformatkamera nicht vorbei. Weitwinkelobjektiv auf jeden Fall, Stativ, ein bisschen Beleuchtung und so weiter. Also da kann man echt nochmal sehr viel rausholen, wenn man mit dem richtigen Equipment, aus dem richtigen Winkel, mit dem richtigen Objektiv das Ganze fotografiert. Das macht echt viel aus. Und ich sag mal, spätestens dann, wenn du so ein Gäste-PC hast von 1,5, vielleicht 2 Quadratmetern, wenn du das versuchst mit deinem Handy oder mit einer Digicam, also mit so einer normalen Handtaschen-Digitalkamera zu fotografieren, da kriegst du 2 Fliesen drauf, mehr nicht, ne? Das war's. Und deswegen, also fotografieren oder allgemein die Objektdarstellung ist wirklich sehr wichtig. Und der Eyecatcher ist auf jeden Fall das Galeriebild, muss immer eins sein, was wirklich einen absolut anspricht und am besten genau deine Zielgruppe halt komplett packt. Ne? Das auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Genau. Um da vielleicht noch einen kleinen Tipp rauszugeben, bei der Kurzzeitvermietung eignet sich das Bett zu fotografieren immer am besten, weil das in der Regel das ist, was die Leute auch am meisten interessiert bei einer Übernachtung. Und wenn das einen guten Eindruck hinterlässt, ist der Kaufdrang auf jeden Fall größer, als wenn ihr meinetwegen den Balkon fotografiert, der für die wenigsten relevant ist. Genau. Jo. Okay, perfekt. Also das heißt, die Tapete ist dann quasi schon im Shopping-Cart und wahrscheinlich immer noch im Weg zu uns. Und da wären wir beim richtigen Punkt. Also wir wollen in den nächsten Tagen die finale Einkaufsliste fertigstellen und dann, also unser Ziel wäre es, dass wir versuchen würden, in den nächsten 4 Wochen alles komplett zusammenzukriegen und das Objekt vorzubereiten. Wie gesagt, das ist momentan unglaubliches Hinkriegen, weil wir durch den Shutdown der Einzelhandel halt Schwierigkeiten hat, oder nein, der Einzelhandel zu, der Großhandel hat Schwierigkeiten mit der Versorgung, mit Bestellungen, die laufen da ganz anders als sonst da ab. Das heißt also, wir wissen nicht, wie wir an Sachen drankommen teilweise und daher haben wir das sportliche Ziel, immer noch die 4 Wochen. Ich weiß es nicht, wir probieren es einfach mal. Ich meine, man muss dazu fairerweise sagen, wir haben jetzt noch Weihnachten vor der Tür, wir haben Silvester vor der Tür, also da ist von den 4 Wochen haben wir effektiv vielleicht auch nur 3. Und wir tun das halt im Shutdown. Ne? Aber machen wir. Man muss sportliche Ziele haben im Leben. Ne? Es nützt ja nichts, wenn wir sagen, wir wollen im halben Jahr loslegen. Definitiv. Ich denke, es gibt ein paar Dinge, die spannend werden. Gerade auch vom Lieferzeitraum. Das ist zum einen das Bett, zum anderen der Boden. Das wird spannend. Ich denke mal, Tapete und alles andere wird in Standardwerktagen da sein. Also 2 bis 3 Werktage. Da muss man keinen riesen Hehl drum machen. Aber ja, genau diese Sachen, die halt auch einfach jetzt durch den fehlenden Einzelhandel blockiert sind, sehr, sehr einfach zu beschaffen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Muss man halt mal einfach gucken, was da auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Wir kümmern uns so schnell wie möglich drum. Also ich schicke dir den Link zum Bett und ich schicke dir den Link zur Tapete, weil die brauchst du ja zuerst, damit das vor dem Boden reinkommt und dann gucken wir uns zusammen einen schönen Boden aus. Weiß ich nicht, ob du da eine Plattform hast, auf der du gerne bestellst. Wahrscheinlich warst du vorher immer einfach im Baumarkt oder so irgendwo halt und hast das vor Ort angeschaut und dann für gut befunden. Da müssen wir jetzt ja auch spontan sein. Und genau, alles andere trudelt dann wahrscheinlich relativ problemlos ein. Genau, ja, also wir haben immer alles vor Ort gekauft, weil ich finde vor allem Böden ist halt das Schwierige. Du hast halt verdammt viel Gewicht dabei, ne?
Also wir haben jetzt nochmal, als der Shutdown losging, wir haben jetzt noch gerade 3 Wohnungen in der Sanierung drin mit unserem Team. Und wir haben da, ich glaube, ich weiß gar nicht, vielleicht 200 Quadratmeter nochmal an Laminat nochmal besorgt. Und wir mussten das, ich habe mit 3 Hängern fahren, weil das jeweils halt irgendwie nur bis 47 Kilo beladen werden durfte. So, deswegen denke ich mir, also allgemein bei Böden ist halt das Gewicht das Problem. Deswegen weiß ich, ob das wirklich für Logistik so eine spannende Sache ist. Aber ja, werden wir sehen. Muss jetzt nicht so weit in den Detail reingehen. Deswegen war ja mein Vorschlag, wir machen einfach irgendwie 2, 3 optische Muster aus. Dass wir aber sagen, wir haben so eine Range von bis. Und dann muss man halt gucken, was ist wie verfügbar, wie kriegt man das. Und dann werden wir das, was halt bei den aktuellen Möglichkeiten gerade einfach lieferbar ist, wenn wir das halt dementsprechend beschaffen, dann ist es halt so. Ne? Man muss halt Abstriche eventuell machen. Aber wie gesagt, ich glaube, momentan wäre eher wichtig die zeitnahe Lieferung, als ob es dann dieser super, mega perfekte Ton getroffen ist. Ne? Definitiv, genau. Okay. Auch bei der Küche weiß ich nicht, wie es da an der Front aussieht, was Lieferzeit angeht oder Möglichkeiten, wie das jetzt für dich aussieht. Lockdown, der harte, kam ja dann doch relativ spontan. Also, man wurde ja nicht wirklich drauf vorbereitet, beziehungsweise Shutdown ist das ja, hast du richtig gesagt. Genau. Ja, und ansonsten, ich bin sehr, sehr happy für alle, die jetzt aus meiner Richtung zuschauen. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Online-Händler gefunden. Den werde ich jetzt mal bei diesem Projekt beobachten, beziehungsweise da diese Erfahrung einfach sammeln. Und wenn da alles passt, dann teile ich da auch nochmal die Erfahrung mit euch. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Mal gucken, ob er hält, was er verspricht. Und dann wäre das auf jeden Fall auch eine super neue Möglichkeit, Einzelstücke beziehungsweise keine Regalware von IKEA in den Wohnungen einfließen zu lassen. Genau. Ja, sehr gut. Testen wir einfach mal an und dann werden wir sehen, was dann hast du auf jeden Fall Erfahrungswerte, die man dann entweder positiv oder negativ auf jeden Fall mitteilen kann, ne? Genau. Also der eine negative Teil ist tatsächlich, dass man halt nicht wirklich früh planen kann. Das macht es ein bisschen zeitaufwendiger. Aber ich denke, es kann sich durchaus lohnen. Genau. Was steht noch auf der Liste? Haben wir noch was? So, unser Board sagt Detailplanung Küche, Klärung Rollo, Einkaufsliste final, Duschkabine und Stand-WC. Das ist die Liste für heute. Genau, Rollo konntest du ja noch nicht testen, nee. Hast du gesagt, weil du noch nicht da warst. Genau. Dementsprechend Boden ist auch noch drin. War jetzt einfach viel los. Ich glaube auch für deine Seite viel Hektik. Wenn jetzt alles zumacht, eins wird da allergrößtes Verständnis. Und WCs, musst du mal ein bisschen erzählen. Ich glaube, hast du schon erzählt. Genau, also WCs, wir hatten nur 2 Stück gekriegt. Die waren aber schon für andere Projekte vorher gesehen. Also aktuell haben wir kein Stand-WC, was wir momentan beschaffen können. Daher können wir es auch nicht austauschen. Sobald wir eins irgendwie irgendwo auftreiben können, ist kein Problem. Ich denke, in den nächsten 4 Wochen wird eins auftauchen. Werden wir bis dahin bestimmt hinkriegen. Aber wie gesagt, also aktuell auch mangels Möglichkeit, mangels Ware, können wir leider keinen Stand-WC auswechseln. Duschkabine ist bestellt. Die bestellen wir immer bei bestimmten Lieferanten aus Italien. Das heißt, das ist der normale Weg, der auch sonst da unterwegs ist. Aber wie gesagt, also so ein simples Stand-WC aktuell nicht lieferbar oder nicht greifbar. Ne? Genau. Aber da ist halt wahrscheinlich, ich vermute, dass das alles sich mit den Tagen irgendwie entspannen wird oder sowas. Es haben ja auch viele, als dann der Shutdown am Montag mitgeteilt wurde, am Sonntag wird es mitgeteilt. Wir haben auch, ich habe auch Fotos gepostet, wie teilweise die Märkte aussahen. Das sah aus wie, du kennst ja bestimmt die Bilder, wenn in Amerika so ein Hurricane oder so ein riesen Dings wieder kommt. Dann siehst du ja so lange Regalreihen, so 30, 40 Meter lange Regalreihen und halt die Kamera so schräg rein. Dann siehst du ja irgendwie, weiß nicht, eine so eine Dose, so eine Wärmdose, wieder irgendwie 10 Meter nichts oder sowas. Und die Regale in den ganzen, alles was mit Baumarkt zu tun hatte, sahen genauso 1:1 aus. Ne? Auf dem Boden stand dann, wo die Paletten stehen, abgezeichnet. Nix, nicht mal die leere Palette war da. Ne? Du siehst nur die Markierung, weißt du, so hier muss was stehen oder sowas. Ne? Also wir hatten also komplett leer gekauft. Und von daher, also wir haben, wie gesagt, einer unserer Mitarbeiter war den ganzen Dienstag mit unterwegs, alles zu kriegen, was wir noch auf der Beschaffungsliste hatten für die nächsten 4 Wochen.
Wie gesagt, für ein drittes Stand wird es jetzt nicht gereicht. Das dritte wäre nämlich hier für das Projekt nicht vorgesehen gewesen. Schade. Ja, aber wir kriegen bestimmt noch eins. Also ich denke mal, an sowas wird es nicht scheitern. Ich bin eher gespannt, wie das mit der Einrichtung klappen wird. Weil auch dadurch jetzt Logistik natürlich überlastet ist durch Weihnachtsgeschäft. Und dadurch, dass der Einzelhandel zu hat, haben wir jetzt ja quasi alle, die im Einzelhandel noch irgendwas gekauft hätten für Weihnachten, sind ja zwangsweise ja auf Amazon umgestiegen, also sprich auch auf Logistik. Und daher haben wir die Erfahrung, dass was sonst Lieferzeit von 1 bis 2 Tagen. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben nochmal Nachschub an Schalter- und Steckdosenmaterial nochmal nachbestellt. Fast 2 Wochen Lieferzeit, regulär 2 Tage. Ja? Also Logistik ist halt, geht halt auch in die Knie, ne? Ja. Genau. Deswegen, ich gehe davon aus, dass alles, wie gesagt, vielleicht ja im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres deutlich mal entspannen wird. Ne? Wenn da so ein bisschen alles ab so abebbt, dann wird es, glaube ich, ja, wieder normal, in Anführungsstrichen, normale Umstände wieder geben. Mhm. Ja. Genau. Hoffen wir's. So, was haben wir noch dann zu besprechen? Einkaufsliste final. Den Punkt machst du dann fertig mit deinem neuen Super-Mega-Lieferanten, den wir dann automatisch auch einmal antesten und dann ja, vielleicht in der nächsten, wahrscheinlich in der übernächsten Folge dann auch einen kleinen Bericht dazu erstatten kannst, ne? Genau. Ich würde es so machen, dass ich dir immer schubweise, je nachdem, wie du zeitlich flexibel bist, da müssen wir dann mal quatschen, welche Zeit dir am besten passt, dass ich dir 10 Artikel schiebe und du bestellst die und dann mache ich das noch 2 Mal oder so und dann kommt dann trudelt alles ein. Das Bett, weiß ich nicht, würde ich ASAP machen, dass die Bestellung vielleicht sogar heute noch eingeht oder so, dass die anfangen zu produzieren. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Genau, Tapete auch so schnell wie möglich, da schicke ich dir dann die 2 Links rüber. Und ansonsten würde ich das immer so machen. Da weiß ich dann, okay, die Verfügbarkeit ist aktuell gegeben. Nicht, dass du jetzt dann, so wie du Zeit hast, dann auf die Liste drauf guckst und dann ist der Artikel nicht verfügbar, dann musst du mir schreiben, Artikel ist nicht verfügbar, das ist doof. Also machen wir uns am besten für die nächsten 2, 3 Tage 1, 2 Zeitslots aus, wo ich dir dann die Sachen rüberschießen kann, tagesaktuell. Genau, das ist der Nachteil so ein bisschen an solchen Seiten, wo es nicht Lagerbestände gibt. Aber wie gesagt, wir werden gucken auch, wie praktikabel das ist, ob das cool ist, ob das für uns auch entspannt ist. Und dann das Beste draus machen. Genau, habe super Sachen gefunden, bin super zufrieden, zumindest optisch. Habe schon ein ganz klares Bild, wie es aussehen wird. Und dann müssen wir schauen, ob das alles der Realität dann am Ende nahe kommt. Nee, absolut, ich denke, machen wir so. Also wir machen am besten, wir vereinbaren irgendwie dann 1, 2, 3 Termine, wo wir dann wie jetzt halt in der Session zusammensetzen, dann direkt zusammen ordern, bestellen. Ganz wichtig ist nochmal, wir wollten hier alle Zahlen auch veröffentlichen. Wir haben es also auch schon veröffentlicht, also den aktuellen Mietvertrag, oder den, ja doch aktuell, der ist noch aktuell, das Mietverhältnis läuft noch, haben wir zum Beispiel bis auf ein paar Zahlen, oder nein, nicht Zahlen, bis auf persönliche Daten, also sprich den aktuellen Mieter haben wir natürlich rausgesperrt, ne? Aber da haben wir alle Zahlen offengelegt. Das heißt also, wir würden dann dementsprechend dabei auch weiter so machen, dass wir also einmal komplett auch die Einrichtung einmal aufstellen, was haben wir beschafft, welchen Preis. Wir müssten nur gucken, wie wir das mit den Stunden machen, weil die ganzen Aufbauarbeiten oder auch die ganzen Arbeiten jetzt auch anstehen, würde ich ja mit meinen Mitarbeitern durchführen. Jetzt sind es halt meine Mitarbeiter, das heißt, die werden jetzt mir keine extra Rechnung schreiben, aber regulär muss man das ja auch mitberechnen, dass sie auch irgendwie einen Stundensatz hätten. Oder wenn du das selber machst, hast du ja irgendwie wahrscheinlich auch einen Stundensatz. Dann müsst du überlegen, was wir noch mit der Manpower machen, wie wir das berechnen wollen. Aber beziehungsweise ist das ja, wenn du sie bezahlst und sie dann halt von ihren XY-Stunden so und so viele Stunden dort verbringen, ist das ja auch ein Stundenlohn, den sie da bekommen. Müssen wir mal gucken, genau. Klar, aber das könntest du notfalls ja auch selber. Also ich meine, Regal aufbauen, also wer jetzt nicht ganz 2 linke Hände hat, wobei ich bin Linkshänder, also ich hätte gerne 2 linke Hände. Ich auch. Aber ich sag mal, in der Regel ein Regal zusammenbauen oder was, das glaube ich, ne? Also das ist die Frage, wie setzt man halt auch zum Beispiel die eigene Stunden an. Ne? Jeder hat ja halt auch eine bestimmte Verfügbarkeit nur. Vielleicht hat man noch einen Vollzeitjob dabei, wo man auch irgendwie gerechnet muss. Also dann überlegen wir es. Wir werden auf jeden Fall die Stunden festhalten damit.
Ne? Und dann kann man ja vielleicht auch das Variable einsetzen. Kann jeder für sich selber ja irgendwie überlegen, muss ich dafür eine Firma holen, die den Stundensatz X hat, oder mache ich das selber und ich rechne virtuell irgendeinen Stundensatz von irgendeinem Stundensatz an oder sowas. Das können wir noch schauen. Aber wichtig ist, was ich nur sagen wollte, letztendlich, wir würden das alles noch dokumentieren, weil wir ja gesagt haben vornherein, wir würden alle Zahlen offenlegen, weil darum geht es ja eigentlich letztendlich dabei, wie viel lukrativer ist eigentlich die Kurzzeitvermietung als die reguläre nackte Vermietung, nenne ich das immer. Also das heißt, ich vermiete eine leere Wohnung, ich übergebe den Schlüssel so, wie die Wohnung ist, vielleicht ist noch renoviert und vielleicht sind noch ein paar Sachen noch gemacht, aber definitiv keine Möbel drin und schon gar nicht für Kurzzeit, sondern hat Langzeitabsicht, also sprich mehrere Jahre Mietverhältnis mit dem regulären Mietverhältnis zu pflegen. Und darum geht es ja letztendlich hier bei dieser kleinen Serie dabei. Daher, wie gesagt, werden wir auf jeden Fall alle Zahlen mittracken und halt mit notieren und ja, nächste Folge schon dann vorstellen, was wir schon bestellt haben, welches Budget wir schon dafür verbraucht haben und wo es dann hingeht. Ne? Dass wir dann nachher letztendlich dann so ein Break-Even ausrechnen können und können sagen, okay, wie viel hat jetzt die Einrichtung gekostet und ab wann ist sie wieder drin? Ne? Das ist letztendlich ja die Kernfrage dabei. Genau. Okay. Definitiv. Gut. Dann wären wir, glaube ich, eigentlich mit den Kernthemen durch soweit. Ne? Dann lass mal kurz schauen, haben wir irgendwelche Kommentare oder habe ich auch irgendwas, was wir noch besprechen müssten? Bin ich auf jeden Fall ja mal happy, dass wir Feedback umsetzen konnten, indem wir heute einfach auf die Tube gedrückt haben und nicht so viel geschwafelt haben. Wir haben tatsächlich aber auch keine Fragen. Es ist wert, also wir haben nicht viel umsetzen können diese Woche, deswegen gab es jetzt auch nicht allzu viel zu berichten. Ne? Aber wir sind auf jeden Fall voll in der Zeit, wir haben Vollgas gegeben. Ich rede noch schneller als sonst. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Ja. Also ich würde auch sagen, wir haben ja unser Bestmögliches getan. Wenn man halt, wenn was dazwischen kommt, geht es halt nicht anders. Genau, aber wir müssen ja jetzt hier auch nicht endlos in die Länge ziehen, wenn wir einfach keine weiteren Themen haben. Dann setzen wir uns einfach jetzt gleich noch im Nachhinein zusammen, bestellen das Bett und die Tapete und gucken mal, vielleicht bestellen wir jetzt gleich schon 2, 3 andere Sachen. Wir lassen die Leitung glühen, die Kreditkarte auch. Ja. Nee, perfekt, machen wir so. Also, das heißt, Kelvin, lass uns mal kurz nächster Termin. Nächste Woche Montag, das ist der 28. genau zwischen Weihnachten und Neujahr, ne? Mhm. Bist du dabei? Sind wir live? Also ich würde sagen, wir schaffen das. Aber ich würde vielleicht das einfach so offen halten in Form von, haben wir genug Input oder Output, den wir geben können? Lohnt sich das jetzt diesmal oder schieben wir es auf die erste Januarwoche und zeigen dann direkt einen großen Fortschritt in Form von einem Mini-Video oder Fotos, wie der Boden neu drin ist? Also ich würde sagen, das machen wir ein bisschen situativ. Ja, wobei eigentlich, also es lohnt sich immer, uns beide anzuschauen. Also das, glaube ich, ist ja gut. Eine Frage. Und aber du hast recht. Überzeugt. Wenn wir als Input haben, dann ist es vielleicht jetzt nicht wirklich so der Hit. Wir gucken einfach mal. Wir werden einfach schauen, was es alles an Neuigkeiten gibt. Wohlgemerkt, diese Woche ist noch Weihnachten dazwischen. Das heißt also, eigentlich ist ja ab Mittwoch nicht mehr viel los. Heute ist Montagabend. Ne? Ja, also auf jeden Fall, ihr werdet es sehen. Wir werden es auf jeden Fall in den Medien posten. Und wir sind stets bemüht. Genau. Ja, war stets bemüht, so stand es im Zeugnis. Ne? Genau. Perfekto. Dann sind wir durch für heute. Achso, Kommentare wollte ich schauen. Ja. Haben wir keine, habe ich schon keine? Geschaut. Okay. Dann ist gut, dann wollen wir nicht schauen. Na nee, gut, dann ist alles. Haben wir unter dem letzten Video welche bekommen? Hast du das getrackt? Ich habe gar nicht auf dem Schirm, habe nicht direkt nachgeguckt. Ich müsste schauen. Vielleicht ist das der Grund für nächste Woche für unser Video. Vielleicht, ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, überhaupt keine Ahnung. Ich hab's nicht gecheckt. Daher, wir hatten. Nee, auch nicht. Haben wir auch nicht. Habe ich gecheckt. Haben wir auch nicht. Hast du bei YouTube? Nee, aber bei YouTube habe ich noch nicht gecheckt. Aber das kriege ich auch. Also, ich kam alle in den Aufzeichnungen bei YouTube rein. Aber Kelvin, wir machen es für nächste Woche. Also wenn wir Fragen haben, also nein, wenn wir genug Themen haben dafür, dass wir sagen, das ist wirklich für 10, 15 Minuten mindestens Content dabei, dann kommen wir nächste Woche damit auch live, sehr gerne. Wir richten es auf jeden Fall ein, also von uns beiden wird es nicht dran scheitern.
Das heißt, wenn wir Fragen haben, wenn wir Kommentare haben, die wir noch beantworten möchten oder irgendwelche Fortschritte haben in unserem Voranschreitung des Projektes, dann kommen wir live. Ansonsten würden wir erst die Woche danach erst online kommen, weil da haben wir garantiert noch genug, was wir dort berichten können. Das wäre also der 4. Januar, das wäre der erste, quasi der erste Arbeitstag wieder im neuen Jahr. Ne? In 2021 haben wir uns dann erst. Ja, ihr werdet sehen. Kanal entscheiden wir immer kurzfristig. Kelvin will immer schon bei Insta online gewesen sein. Vielleicht schaffen wir es das nächste Mal. Bis jetzt waren wir immer bei YouTube und bei Facebook auf verschiedenen Kanälen bisher. Es bleibt wie immer spannend bei uns. Kelvin, war wie immer sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr effektiv. Nein, heute war es wirklich effektiv, aber ja. Es war mir auch ein persönliches Fest. Ich freue mich jedes Mal hier zu sein. Wie gesagt, das fühlt sich schon an wie, wie als gehört es dazu. Gewohnheiten haben sich eingeschlichen. genau, ja, und wir sehen uns im besten Fall nächste Woche. Ansonsten müsst ihr uns noch ein bisschen länger vermissen. Aber es wird nicht ausbleiben, dass wir wieder live gehen. Und wenn nicht nächste, dann übernächste Woche. Also genau. Und egal wann, wird es wieder spannenden Input geben. Ich bin mir sicher, dass auch das ganze Projekt ziemlich spannend sein wird. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wann ich mal rüberkommen kann dann. Genau. Ja. Genau. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben viele Punkte noch vor uns. Ich glaube auch, dass die nächsten zwei Wochen vielleicht nicht viel, allzu viel passieren wird. Ich glaube, danach wird es nochmal Schlag auf Schlag gehen. Dann werden die ganzen Sachen eintrudeln, die werden alle nach und nach kommen. Wir werden das Problem mit der Versorgungslücke gelöst haben. Dann, glaube ich, wird es sehr, sehr, sehr spannend und dann wird es auch schnell in die Vermietung übergehen. Wir haben auch immer, diese Folgen werden alle nochmal bei YouTube auf dem Kanal nochmal veröffentlicht. Das heißt also, wenn du was verpasst hast, du kannst dir das auch als Playlist komplett hier reinziehen. Ansonsten schalte wieder ein, jeden Montag. Außer vielleicht nächsten, sind wir live, 2030. Es war, ja, wie immer, schön, cool und bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.